Ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Also du hast mich wahnsinnig geflasht mit deiner Körperarbeit, wie du im Wasser bist. Ich möchte es auch lernen, so ein bisschen. Kannst du mir was zeigen, so ein paar Moves, so ein bisschen was? Schwer zu sagen jetzt hier außerhalb vom Wasser, aber wir drehen das Boot durch bestimmte Schläge, machen Vorwärtsschläge. Also es ist relativ vielfältig, auch je nachdem, wie weit außen das Paddel im Wasser eingesetzt wird. Der ganze Kopf muss immer im Tor drin sein. Das heißt, manchmal muss man sich auch so nach hinten lehnen, um ins Tor reinzukommen. Manchmal auch, um ordentlich durch Wellen durchzukommen, Oberkörper ein bisschen nach vorne lehnen oder ein bisschen nach hinten. Das ist immer, ja, man muss flexibel sein. Oder man muss manchmal auch so schaufeln, wenn man rum muss. Sind das bestimmte Techniken mit diesem Paddel eigentlich? Ja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Boot zu drehen. Je nachdem, wie filigran das sein muss, kann man da verschiedene Techniken anwenden. Also entweder einen Rückwärtsschlag, einen Ziehschlag, da holt man das Boot so von der Seite. Oder einfach nur einen Drehschlag auf der anderen Seite. Also quasi einen Vorwärtsschlag, um so das Boot zu drehen. Aber es sah schon sehr gut aus bei dir. Vielen Dank, Mann.